Herzlich willkommen zu Rainach aktuell. Der neue Dorfkern von Rainach wurde am 20. September mit einem Fest für die ganze Bevölkerung offiziell eingeweiht. Die Hauptstraße war für den motorisierten Verkehr gesperrt und wurde zu einer großen Festmeile. Es gibt einen Aussenstuhl, von der KMU organisiert, wo die ganzen Gewerbetreibenden frei nach Lust und Laune irgendetwas organisieren. Wir haben vor allem natürlich die Aktion «Rainach bitte zu Tisch». Das ist die wunderschöne lange Tafel, die wir hier von Kreisel zu Kreisel fast schon haben, wo man hat können für 20 Franken einen Platz reservieren konnte, wo jetzt das Essen dann gleich kommt. Ich habe schon Hunger, freue mich schon drauf. Und dann hat natürlich der offizielle Festakt am Dorfbrunnen. Liebe Rainacherinnen und Rainacher, nach fast zweijähriger Bauzeit können wir heute die umgestaltete Hauptstrasse einweihen. Und das ist ein freudiges Ereignis nach zwei Jahren Strapazen für die Anwohner und für das Berg. Und neu können Sie an der Haltestelle Rainach Dorf und Landerer Strasse sogar noch ebenartig, schnell und bequem einsteigen. Es sind nämlich die ersten behindertengerecht gebauten Tramhaltestellen im Kanton Basel-Land. Rainach hat jetzt also die Nase wieder vorne. Ich finde es schön, es ist offen, man hat Weite, es ist leicht und luftig, so wie man es eigentlich wollen. Während den Bauarbeiten stand das Leben in Rainach natürlich nicht still. Um den Aufbruch durch die Neugestaltung zu symbolisieren, wurde der Dorfbrunnen zur Einweihung wieder angestellt. Also der Dorfbrunnen hat hier in Rainach vor allem für die Rainach eine ganz grosse und wichtige Bedeutung. Da ist jeweils auch die Zunft zur Rebmesserin, die jeweils ihre neuen Zunftbrüder aufnimmt und die müssen dann einmal oder dürfen einen Schluck von dem feinen Rainacher Wasser aus dem Rainacher Dorfbrunnen trinken. Und wir haben jetzt da, weil es ist ja auch das Ziel gewesen, oder dass dort die Hauptstrasse immer offen ist und alles im Fluss ist und die Rämmchen wieder durchfließen, haben wir gefunden, wäre das ein schöner Akt, wenn wir hier im Rahmen der Eröffnung auch den Brunnen wieder anstellen. Und aus Tränen ausläufig ist Wasser rausgekommen und aus einem haben wir einen feinen Wein noch gehabt. Nach den Ansprachen war die Bevölkerung zum Apéro eingeladen. Auch die Beteiligten von Kanton, Gemeinde und BLC waren vor Ort und freuten sich über das Ergebnis. Ja, sie hat einerseits eine gut gestaltete neue Strasse, die leiselig ist. Also auch die Schienen sind leiser geworden. Es hat neue Parkplätze gegeben, hat es geheissen. Also auch die Autofahrer haben Freude daran. Der Platz ist ganz toll geworden. Es hat so ein bisschen Begegnungszone gegeben. Also es ist eine Aufwertung für Rainach. Fazit ist für mich klar, es hat sich gelohnt. Es war ein riesen Aufwand. Also da haben viele Leute viel daran geschafft und das ist über 10 Jahre ist das Ganze, die ganze Projektierungsphase ist auch sehr lang gewesen und ist einfach ein toller Tag, wenn man so tolles Wetter hat und heute darf sich darüber freuen, was dabei rausgekommen ist. Das Gewerbe hat die Bauarbeiten natürlich auch zu spüren bekommen. Viele freuen sich daher über den Abschluss der Arbeiten. Die Umbauarbeiten anderthalb Jahre ist fürs Gewerbe massiv gewesen. Aber wie gesagt, ich finde es toll, wie sie durchgehabt haben. Was wir jetzt haben, wir haben eine Chance. Wir haben jetzt eine Chance und jetzt können wir etwas machen. Und da sind alle gefragt, da ist das Gewerbe gefragt. Wir können jetzt raus. Wir haben eine offene Struktur und man kann etwas machen. Man kann von seiner Ladentür raus und das wäre ja eigentlich gefragt. Wir haben eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gehabt mit der Gemeinde, aber auch mit dem Gewerbe. Man hat sich gut austauscht, man hat sich gegenseitig gut informiert. Und dann war auch das Verständnis da gewesen, weil Bauarbeiten sind natürlich lang, sind unangenehm, machen viel Dreck, machen viel Lärm. Und dank dem, dass man sich so gut verstanden hat und gut austauscht hat, ist das sehr gut gelaufen. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. Es gibt noch ein paar Abschlussarbeiten, die diesen Herbst erfolgen werden. Es sind auch die letzten Arbeiten, die noch passieren müssen, also der Deckbelag auf der Strasse. Das wird dann am Sonntag mal eingebaut und der Kreisel, Dorfeinfahrt, der ist auch noch nicht fertig. Dort gewisse Arbeiten gehen sicher noch bis in November rein. Aber das Ende ist auf jeden Fall in Sicht. Der Verein für Natur- und Vogelschutz Rainach, kurz VNVR, wurde 1940 gegründet. Mittlerweile zählt er rund 180 Mitglieder. Der VNVR setzt sich ein für alle Belange, die die Natur betreffen.
nicht nur im Bann Rheinach, also nicht nur in der Gemeinde, sondern auch andersweitig. Wir organisieren Kurse, wir organisieren Nischkastenpflege, wir organisieren Exkursionen verschiedenster Art, die im Zusammenhang mit der Natur sind. Das Ziel von uns ist eigentlich, die Bevölkerung für die Naturzwecke zu sensibilisieren, so dass der Gedanke vom Naturschutz weitergetragen wird. Ende September veranstaltete der VNVR zusammen mit der Gemeinde und dem Schweizerischen Vogelschutz den alljährlichen Mosttag. Alle Interessierten waren eingeladen, bei der Produktion des Rüttener Mosts mitzuhelfen. Heute ist vorgesehen, dass man am Morgen hier in der Rüttene das Obst ablesen. Es ist so, dass man nicht bei allen Bäumen alles ablesen dürfen, sondern es sind ganz bestimmte Bäume, wo man das machen dürfen. Zum Teil dürfen wir die Früchte abschlagen, zum Teil dürfen wir sie nur auflesen. Das ist eigentlich der Morgen, den wir hier in der Rüttene verbringen. Dann gibt es ein kleines Mittag auf dem Viechtenhof in Terwil. Und dort werden dann die Äpfel gewaschen und die faulen Sachen rausgeschnitzt und dann zum Most verarbeitet. Mit diesem Anlass will der VNVR auf die Bedeutung von hochstämmigen Obstbäumen aufmerksam machen. Diese Obstbäume haben nämlich eine lange Tradition. Die Landschaft, die wir hier haben, mit den Obstbäumen, die wir Streuobstwiesen sagen, oder Obstgarten, das ist eine Landschaft, die man eigentlich seit dem Mittelalter, je nachdem sogar schon seit der Römerzeit, kennt. Das ist etwas, was ganz typisch ist. Man hat das früher extrem viel gebraucht. Also als Lebensmittelproduktionsort, der einfach so wichtig war. Äpfel war einfach das Grundnahrungsmittel. Man hat es in allen Varianten, als Gratin, als Mousse, als Saft, als Obst, als Teurobst, als weiss ich was, alles gegessen zum Beispiel. Und man hat mit diesen hohen Bäumen haben wir einen doppelten Trick machen. Man hat zum einen das Obst produzieren und darunter aber eine Wiese haben, wo man ein Vieh weiden lassen oder Gras nutzen, so wie das heute hier noch in der Rüttener Wild stattfindet. Wenn man es so macht, wie das heute ist, dass man häufig sagt, doch Obst produzieren wir nur an einem Ort, wo man kein Futter machen, wenn man dann die Niederstammanlage macht, ist es einfacher, um das Obst zu gewinnen. Das ist so. Aber man kann dafür die Doppelnutzung mit diesen zwei Stockwerken nicht machen. Die hochstämmigen Obstbäume sind sehr wichtig, weil sie einen speziellen Lebensraum darstellen. Es ist wie ein Wald, der sehr ausgelichtet ist. Und das ist für Arten, die man speziell fördern möchte, wie zum Beispiel der Steinkutz oder der Garten Rotschwanz, sehr wichtig. Dieses Jahr war ein gutes Obstjahr. An der Ernte beteiligten sich viele Helferinnen und Helfer. Ich helfe gerne mit, weil ich habe dieses Jahr schon beim Waldputzen mitgemacht und habe auch dort einen Haufen neue Leute kennengelernt, wohnen schon länger zu Rheinach und habe wirklich eine super Erfahrung gemacht. Und jetzt habe ich gehofft, dass heute ich auch wieder Haufen neue Leute kennenlernen werde und auch, dass es ein toller Tag ist und weil ich auch sehr gerne in der Natur raus bin. Es macht Spass, Äpfel zu ernten und Saft zu machen. Mir macht es auch sehr Spass, Äpfel zu ernten und dann den Most machen und dann selber können zu trinken. Ich finde es einfach toll, dass man speziell den Kindern zeigt, dass man zu der Natur Sorge hat. Und eben, dass die Äpfel, die am Boden gehen, dass die nicht einfach kaputt gehen, sondern dass man die wirklich brauchen kann. Man sammelt sie, man macht etwas. Und am Tag würde man dann einen Most machen, dass die Kinder mal sehen, wie der Most entsteht. Also für die Kinder ist es sehr wichtig, dass man so Sachen machen tut. Ja, nochmal, das Wetter ist natürlich jetzt toll und es hat sehr viele Früchte so und es ist auch Zusammensein miteinander so, man lernt immer neue Leute kennen. Und man macht etwas Sinnvolles. Der Rüttener Most kann beim Viechtenhof bezogen werden. Weitere Informationen zum Verein für Natur- und Vogelschutz Rheinach finden Sie im Internet unter vnvr.ch. So viel von der Gemeindeverwaltung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.